Ich habe ja mit dem Wildpark ganz viel Verbindungen als Fan und dann natürlich als Stadionsprecher. Und meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich, wie dieses Stadion mitten im Wald einmal uns richtig Probleme gemacht hat, dieser alte Wildpark. Das war bei einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Wir hatten einen immensen Sturm im Stadion. Und da ich ja ganz oben hier auf der Wallkrone unterm Stadiondach meine Stadionkabine im Wildpark habe, habe ich von oben gesehen, da draußen knicken die Bäume um wie Streichhölzer. Und alle waren irgendwie aufgeregt. Und dann war Halbzeit und ich habe dann tatsächlich für mich entschieden, ich sage jetzt den Leuten, bleibt im Stadion. Ihr könnt nicht rausgehen. Und hinterher hat man gesehen, dass das tatsächlich auch was gebracht hat. Und die Leute waren unglaublich verständnisvoll, blieben beieinander. Draußen sind mehrere Autos zerschlagen worden, die Bäume mitten durch. Also wir hatten hier wirklich mitten im Wald schon eine gefährliche Situation. Und das war für mich emotional so etwas, wo ich gemerkt habe, ja, so als Stadionsprecher musst du auch so ein bisschen dieses Bewusstsein haben, du bist für ganz viele Menschen ein Stück weit auch verantwortlich. Die zweite, sehr emotionale Geschichte hier im Wildparkstadion war sicherlich, als wir hier einen Spieler des 1. FC Köln am Boden liegen hatten, der ohne Fremdeinwirkung einfach nicht mehr da war. Und er wurde dann nach draußen transportiert. Das Stadion, 25.000 Menschen waren mucksmäuschenstill. Keiner sprach, keiner hat gepfiffen, keiner hat gerufen. Und ich konnte dann, nachdem 10 Minuten Christoph Daum, damals der Trainer, geschwiegen haben, übers Mikrofon in diese Stille verkünden, der Spieler ist wieder bei Bewusstsein. Und das sind diese emotionalen Momente, die man mit so einem Stadion verbindet und die man wahrscheinlich auch als Stadionsprecher nie vergisst.